Schnibbel die Schnappen, hallo Rudi und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5 mit mir im Nefkara. Ja, zuletzt sind wir gerade hier hingefahren, haben uns gefragt, was macht denn dein Typ, der da wahrscheinlich im Cowboy-Hut da sitzt, steht, wie auch immer, der Mexikaner-Junge. Manni, was geht? Hola, señor, habla español. Shit, not too much. Pues en ese caso podrías perder algunos cuantos kilos y tirotear menos gente. Man, I'm not sure what the fuck you just said, but probably so. Na, wahrscheinlich hat echt recht. Ya sé, aquí estoy nomás quejándome sobre las cosas. ¿Y qué hago para mejorarlas? Ach ja. Ja, die Folge kommt am Samstag raus. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon die Xbox One dann, was ich natürlich hoffe. Ich weiß, heute ist der Mittwoch und Rise und Assassin's Creed 4 sind schon auf dem Weg zu mir. Habe ich gesehen eben. Habe ich schon per E-Mail erhalten. Zweiter Controller wollte ich heute... Man kann schon diese Shirts unseren Kunden das Kampfgewehr anbieten zu können. What the fuck? Kampfgewehr! Hammer geil, was ist das Kampfgewehr? Was ich eigentlich gesagt haben wollte. Ah, ich setze mich mal hier an der Tenne. Funktioniert jetzt aber nicht. Ich will näher mein Mikro haben. Meine lieben Zuschauer da draußen. Das Mikro ist natürlich wichtig. Nee, und hab schon. Im Laden bei Saturn kannst du schon Xbox One-Spiele und PS4-Spiele kaufen. Hammergeile Scheiße. Also die sind schon kaufbar. Habe ich gedacht, komm, kaufst du Xbox One Controller schon mal ein paar. Na, ja, ohne Scheiß. Ich war dann da und dachte, komm, kaufst du welche? Ich muss ja noch Xbox Live kaufen, hab aber nicht die Finger dran gewagt, weil ich nicht weiß, ob ein Monat gratis bei ist und. Hab's dann sein gelassen. Hab aber, wie gesagt, ich bin übrigens schon mehr so der Sony-Fanboy. Aber ich hab auch nichts in die Xbox One. Also nicht so viel. Ich finde halt ein bisschen happig mit dem Preis und dass sie ein bisschen weniger Leistung hat. Aber ist mal ein bisschen anders. Sony hat ja auch beim letzten Mal die bessere Konsole, hat aber nicht so viel draus gemacht. Dieses Mal zeigt sie ja schon mit COD zumindest ein bisschen was. Naja, auf jeden Fall sind die Sachen schon unterwegs und ich wollte dann Xbox-Controller kaufen, Xbox One-Controller. Nö, haben wir nicht, nö. Klar hatten die den da. Ich habe das ganz genau gesehen im Hintergrund. Die hatten die schon da liegen. Aber die geben die nicht raus, weißt du? Aber schon die Xbox One-Titel verkaufen. Da war zum Beispiel Call of Duty gab es schon zu kaufen. FIFA 14 war schon für Xbox One da, für PS4 nicht. Weißt du, und dann keine Controller verkaufen. Die Schweinehunde. Dabei wollte ich das genau machen. Dead Rising kaufe ich mir auch noch. Über Amazon kostet es mich ein bisschen viel, finde ich. Und finde ich ein bisschen sehr dämlich. Dementsprechend hole ich mir bei GameStop, ich hoffe zumindest, bei GameStop das Ganze dann ab. Das wäre schon nice. Also ich hatte zumindest vor, es über GameStop zu kaufen. Werde ich dann am Freitag direkt tun, dann habe ich schon mal. Und Forza Motorsport 5. Motorsport, Forza Motorsport, Forza Motorsport natürlich. Und jetzt mal schauen. Ich hoffe, das ist Forza Motorsport 6. Das ist gar nicht Forza Motorsport 5. Naja, egal. Einfach mal rein und mischen. Unsere Mission ist vielleicht Tanisha. Mal wieder. Oder wer ist es? What's going on? Aha. Ist ja lustig. Interaktiv. Ich komme ja. Hey, Slick, it's me! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Oh, yeah! But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A,
B, or C? Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck you. Hammer uncool natürlich. Deine Wahl, Trevor, erledige Michael gegen Todeswunsch. Natürlich Todeswunsch. Ja. Wir töten keinen von beiden. Master, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, alright? Come to my house. Alright, I'm coming. Okay, ja natürlich 75,8. Ich habe gehört, wir brauchen ein paar neue Waffen. Na, wobei. Ne. Bin hier hingefahren. Dann beende ich das auch hier mit. Aber erstmal hole ich Waffen, Ausrüstung, bla, schieß mich kaputt. Wo ist Lester? Da unten. Dann gehen wir da unten auch beim Ammo-Shop vorbei. Und auf geht's. Jeder könnte sich jetzt sein eigenes Flugplatzteil eigentlich holen. Wobei, ich habe mir gerade was überlegt. Ich habe gerade voll Bock, mal ein bisschen Knete auszugeben. Und zwar Finanzen. Ach, ich bin natürlich dämlich. Nein, niemand interessiert sich für Mode. Ist natürlich Quatsch. Aber... ich will einen Cheater haben. Oh, ja... stellen. Kaufe ich schon an zu wenig Geld. 650.000. Wie viel hat Michael denn bitte bekommen? Finanzen. Ach, keine Ahnung. Jetzt ey, ohne Scheiß. Wie viel hat denn? Ich habe gedacht, der Anteil wäre so und so hoch. Wir haben noch gar kein Geld bekommen. Das ist natürlich scheiße. Na dann zur Ammunition. Ach ja. Ach ja, und am Freitag startet dann Rise, beziehungsweise ist ja schon gestartet. Ich bin echt gespannt, wie das ist. Ich hoffe mir so ein Story-Prügler. Aber die Xbox One-Launch-Titel, na, Launch-Titel waren bis jetzt nie so pralle. Aber die Xbox-Titel können zumindest ein bisschen mehr... Ich fahre hier echt scheiße. Ja, Shithead, ja, so schaut's auch aus. Die Xbox-Titel können einiges mehr, wie die PlayStation 4 leider. Wenn ich mir so die Tests von Killzone zum Beispiel reinziehe, Grafik-Demo, Quatsch-Gedöns... voll für den Arsch. Und dann noch X Rebirth, was heute wahrscheinlich hochgekommen ist. Das ist ja auch voll das Bug-Festival eigentlich. Dann habe ich mir mal die Testwertungen durchgeguckt jetzt. Boah, die sind ja wohl mies. Bis jetzt habe ich nur, habe ich mittlere Probleme mit dem Spiel. Habe ich direkt auf Lester geballert. Nö, beim Ammon... ich kann auch direkt hier zum Ammunition gehen. Ist doch eigentlich Wurst, welchen von beiden ich zuerst nehme. Aber an sich ist das halt die pure Tatsache, dass wir eine schusssichere Weste brauchen werden. Ist so eine klare Sache gewesen. Und du hast das Kampfgewehr, wa? Wie sieht das aus? 100 Pro nicht hier. Billigknarre. Kondome und diese, diesen Teil passen im Club in... What the fuck? Was ist das für ein Teil, ey? Weder klug noch schön, aber es ist der Typ, mit dem ein Messer auf dich los, sieht ja auch nicht die Lösung, wenn alle Strecke reißen, Teil... Strandliebhaber-Packs. Ah, schön zu wissen. Aber eigentlich habe ich gedacht... Minigun... Gefechts-MG, MG, Scharfschützengewehr. Ah komm, die kaufe ich auch mal. Das kaufe ich auch mal. Das kaufe ich. Das kaufe ich. Minigun kaufe ich. Jetzt dürfte ich eigentlich so ziemlich jede Waffe hier besitzen. Schlagstock. Also die Gefechtspistole hat er natürlich nicht, Tränengas, Haftbomben. Komisch. Irgendwie habe ich gedacht, der hat neue Waffen im Angebot, aber irgendwie nix da. V
Fein, fein, der Mann. Natürlich hat er keine Waffen im Angebot. Hauptsache, wir können uns entscheiden, wen wir von beiden umbringen. Aber es ist doch ganz klar, wie Kloßbrühe, dass wir keinen von beiden umlegen. Richtig behindert, einen von den beiden umzulegen. Richtig behindert. Jetzt kann ich natürlich erstmal Lester markieren. Oh Gott, ey. God damn it. Hauptsache, ich hätte mich entscheiden können, dann wäre Franklin eigentlich gestorben. Müsste eigentlich, also dass er das überlebt, ist ein bisschen unrealistisch. So, lasst mal ein bisschen über StarCraft reden. Habe ich gerade Bock drüber zu reden, für die Leute, die es gucken. Wir sind momentan ja in der Bronzeliga unterwegs und da fragt ihr euch sicherlich, ob wir nicht mal vorhaben, in Gold zu kommen und wie das aussieht in unserem Spiel momentan. Ihr wisst, ich habe fucking viele Projekte und die werden ja alle von mir aufgenommen. Das heißt, so 5 Projekte oder so sind von mir und jetzt sind 6 mit Rise und GTA ist noch nicht vorbei. Das sind 6 verkackte Projekte und ich habe mit Chemie ein richtig, richtig dickes, schweres Studium. Das läuft halt irgendwie so nicht, ja. Ich spiele zwar StarCraft richtig, richtig gern und richtig regelmäßig, tue ich das eigentlich nicht. Ich spiele das echt einmal die Woche zur Aufnahme. Und jetzt am Samstag, genau den heutigen Tag, wenn diese GTA-Folge hochkommt, spiele ich ja mit euch StarCraft 2. Wo ihr hoffentlich, ihr habt es euch gewünscht und ich habe gedacht, komm, haust du mal wieder einen raus. Und das hat mir die stressigste Woche meines Lebens erstmal beschert, weil ich dadurch alles im Voraus aufnehmen musste. Also so leicht ist das dann nicht. Aber ich mache das natürlich gerne und bei StarCraft natürlich will ich natürlich auch mal wieder eine höhere Liga spielen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier in sein Haus und dann rede ich gleich darüber ein bisschen weiter. Weil das ist momentan ein sehr interessantes Thema bei euch und auch für mich. Vor allem wegen Gothic, Lean, der guckt aber gar kein GTA bei uns. Ich bin übrigens dadurch, dass er mich angeschrieben hatte... Ach, wir gehen jetzt einfach rein. Gehen einfach rein. Rede ich gleich drüber. Haben wir noch Zeit. Oder wahrscheinlich in der Mission nicht. Dann reden wir nach der Mission darüber. Vermute ich mal. Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing, but you know, I don't want to say something that's really exciting, and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just that somebody got the same tattoo I got, so why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Damn. Well, I can see that. Well, who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man, you know the, Oh, that angry rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right, I say, kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know, I don't know. You know everything, dawg. I know, okay, but I'm sorry, I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether. I think, actually, Weston owns... piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, maybe both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry and get yourself set up. I got you. All right. Also auf zur Gießerei. What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. Ich habe mich doch jetzt nicht entschieden, beide umzubringen. Eigentlich nicht, oder? Irgendwie schaut das hier nach so einer Art letzter Mission aus. Wenn ich mit Franklin schon beide umbringen kann. Aber ich hätte
Michael und Trevor, ich hätte keinen von beiden umbringen können, wenn man mal ehrlich ist. Und irgendwie war es dann klar, dass von Franklin, das kann doch nicht die letzte Mission sein, oder? Bei knapp 80%, ich habe wahrscheinlich zu wenig Nebenaktivitäten dann gemacht. Wobei, die habe ich ja auch nicht wirklich ausgelassen, so ist das ja nicht. Naja. Wie man es auch immer nennt, ich kenne Leute, die das an einem Stück durchgezockt haben, habe ich ein paar Freunde von. Die haben sich das nicht nehmen lassen, GTA, glaube ich, in 3 Tagen durchzuspielen. Die Suchtköpfe. Wahrscheinlich sogar noch kürzerer Zeit, aber ne? Man will ja auch noch ein Privatleben haben. Und was ich zu StarCraft gemeint habe, boah, scheiße. Ich habe echt keinen Einfall gerade mehr. Gucken wir gleich. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out. No drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dawg. My boys, man. Well, we're trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on it? We ain't creeping on him, nigga. At least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' as, huh? Man, I'm just trying to make something out of myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. Man, every fool in this town got somebody who want them clap. Yeah, but that applies to some fools more than others. I heard that. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town want to take a pop at your ass. He was lining up, capping and shit, trying to take a shot at the big chick. Ain't that the truth? But ain't nobody pissed off as many motherfuckers as Michael and Trevor, dawg. Shit, nigga, you play big, you stand aloof. Yeah, ain't that the truth? Und wie das stimmt, und wie das stimmt. Look, man, Michael and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. Wie gesagt, bei StarCraft ist er momentan so zu wenig Zeit, aber boah, ich weiß auch eben gar nicht mehr, wo ich eben angefangen hatte. Zu wenig Zeit, aber natürlich wollen wir... Ach ja, genau, Gothic. Wir haben mit Gothic geredet gehabt. Also mit Lean von Gothic. Und der hat beziehungsweise uns angeschrieben gehabt. Und der hat ja dieses BO3 gemacht. Und, hat er uns halt auch schon gefragt gehabt. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich schon, gerne. Also, so, dass wir mal was mit dem zusammen machen, wenn ich die Zeit dafür finde. Momentan ist halt echt scheiße. Aber es wird auch momentan einfach nicht besser. Ich weiß momentan nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Aber willst du machen? So ist das Leben. Das Leben ist nie leicht. Oh, Alter, so wenig googeln. Oh, da habe ich für meine besten Waffen natürlich nichts an Waffen, nichts an Munition dabei. Ich bin genial. Ich bin echt ein genialer Typ. Dann rein. Ah, da hinten gurken die rum. Die Kamera steuert mich schon voll geschmeidig hin. Da gießen sie übrigens das Gold. This could be it. Our showdown with a private army. And you're bringing a rifle? Yeah, I'm bringing a rifle. It's a good gun. It'll get the job done. Hey man, what the fuck am I doing risking my ass trying to save y'all ass? Just gonna kill each other. Hey, you're not saving me, you're saving him. Ah, you're saving this fat fuck. Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right and end this shit. If not, man, I'll put bullets in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. All right, good. Y'all hear that? Now, if we're doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Where do you want me? All right, man. You go over there. All right, where you want me? You hold your position right there. Okay. I'm gonna go over there.
the building. Watch your sector. Chill, Bob. We gotta wait. Und los geht's, FIB. Auf jeden Fall, put him down. Okay, ich mach das. Hauptsache ein Scharfschützen mehr, yes. Komm schon, ich will zu Lama. Wenig Kugeln bis hierhin abgekriegt. Ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Manu. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme, verdammte Scheiße. Ich will hier runter und das geht hier einfach nicht. Wo ist dieser beschissene Kackweg? Geht doch, wenigstens endlich unten, ey. Bin dabei. Mann, das ist der Tod. Lama ist tot. Hey, das fuckt mich so ab. Wo ist dieser Kackweg? Ich könnte so kotzen, ey. Kein Weg, keine Straße, kein gar nichts. Fick dich doch. Ey, Begeisterung pur sieht anders aus. Schon wieder. Ja, wie komme ich zu dem? Ah, hier rüber. Verdammt Scheiße, ey. Wenigstens. Ja, ich will ja dahin. Die treffen nur keine Leute. Wie komme ich hier raus? Mann. It wouldn't be right if I didn't have to save your ass just once. Save me? Nigga, I just wanted some company. Man, you make a punk look like a G. Boah, wie mich das wieder nervt. Geht andere Leute nerven. Team, come in. Frank, I
Okay, Trevor, helfen. Boah, Nervsteuerung, nervt da. Boah, das war so ein kleiner Weg. Jesus Christ. Talk to me, T. It's getting heavy out here, Tombs. What the hell? You fucking punk. Can you stop being an asshole, please? There you are, you dick. What was the problem? I was a little winded, all right? I took the T.O. It's nice to see you so worked up. Come on. Next time I'll leave you to it. Go, oh, look out, four agents! Komm schon, der nächste! Komm noch mehr! Ja, ich will ja hinaus! Komm schon, Trevor! Boah, geh doch nicht da drauf! Komm schon! Steuerung! In solchen Momenten denkst du dir auch mal, what the fuck? Die Steuerung so ein Bullshit verzapft. Komm schon! I'm in the shit, man. Ja, ich will ja raus! Komm, gib Gas! Den Typ habe ich sogar im Flug doch abgeknallt. Bumm. Schieß doch, du verdammter Trottel! Ich bin Michael, ich mach nix! Fick dich in your face! Boah, Mann, ich hasse diese Mission jetzt schon. Voll für den Arsch. Das ist ohne KI. Ohne KI. Ah! Bei GTA kann man sich wenigstens nur schön aufregen, anstatt so ganz geschillt spielen. Fick dich, Bob. This is a shit show. We keep putting them down until they stop pulling up. Deck dich doch dahinter. Boah, du stehst echt scheiße. Ja, das war intelligent. Das war intelligent. Meine Fresse, ey. You know what you're dying for, bud?
Oh yeah, you know why you're dying. I'm right here. Das ist der letzte. Let's finish this. Oh ja, das haben wir gefinisht. Dabei, da habe ich zweimal schon gestorben. Hammer fett. So, what's up? What's next? Huh? We're just gonna wait around for someone to kill us, or are we gonna wait till this fucker gets turned again, huh? Bite me. Ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Hell yo, let me see. There's, Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive. Why? So nobody fucks with us afterwards. What about that triad, motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch, we want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? And if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals, Devin Weston and Steve Haynes. Oh, fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Who is this? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Ooh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And, Wei Ching. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Chang. Wei Chang. And Franklin's pal, Stretch. Huh. Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Check it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Ching's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Time to mission. Kommt jetzt. Erledige Mr. Chang. Ja, jeder von uns muss jetzt irgendwie seine Leute umnieten. Hammer geil. Oh ja, so schaut's aus. Scheint so wirklich die letzte Mission zu sein. Erstmal alle umbringen. Da darf natürlich Nedi nicht fehlen. Übrigens ist mir aufgefallen, man kann nur noch 5 Sterne haben. Den 6. Stern habe ich nie gekriegt. Das habe ich bis jetzt gar nicht mehr gecheckt. Aber ich habe nicht einen Panzer gesehen. Deswegen sage ich das mal so. Wobei wir... Doch, wir wurden mal von Panzern gejagt. Aber irgendwie kommen die nur noch bei Missionen raus. Ich hatte 6 Sterne nicht mehr bekommen. Wie gesagt, wir holen uns jetzt Chang. Jeder von uns hat jetzt was zu tun. Mit Chang fange ich an. Dann nach Stretch. Da bin ich ja sehr drauf gespannt. Ach ja, aber wie gesagt, das war so alles viel zu... Ja. Hey Lamar, that was above and beyond, homie. Ain't nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. A nigga just wanna be helpful, you heard me? I'm serious, dawg. That's hood. Mike and Trevor too. We grateful. You a real homie. And I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. A couple loose ends. Aw, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? Alright, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. Auf jeden Fall. Nein, das beenden wir jetzt. Wir können jetzt natürlich noch das mit den anderen machen. Aber erstmals hier unser guter Herr
dran. Nee, wie gesagt, das ist halt alles so eine Sache. Wenn das übrigens die letzte Mission ist, ist diese Folge wirklich die komplette Stunde dann lang, weil da ich trenne die nicht mehr. Das ist dann, das Finale könnte dann auch eine Stunde gehen. Ja, macht euch drauf gefasst. Könnte echt passieren, wenn ich ein bisschen mehr fehle. Aber so an sich eigentlich ziemlich geiles Spiel gewesen. Oh, jetzt fange ich schon wieder an mit den... Jetzt fange ich eher damit an, die, ob die Metakritik schon berechtigt ist und bla bla bla. Hat nämlich ziemlich hohe Wertungen gekriegt. Aber wie gesagt, hier mit Gothic hatten wir schon drüber geredet in StarCraft, um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn ich die Zeit dazu finde und der ein oder andere möchte ja auch mal gegen mich spielen, da schaut es dann auch so aus, beziehungsweise ein oder andere. Bis jetzt hat nur einer angefragt. Und da er schon ein langjähriger Fan bei uns ist, habe ich gesagt, joa, mache ich. Normalerweise müsste er mich eigentlich besiegen, sollte. Er spielt relativ viel StarCraft, guckt sich viele StarCraft-Videos an. Aber so leicht werde ich es ihm nicht machen. Uah, wenn er das Video guckt, Grüße an der Stelle. So, jetzt erstmal Cheng umnieten. Genug geredet. Hey, the old man's here. He's leaving the Beast Club. I'ma do it now. Yo, Sasha, das war schnell. You dudes ain't gonna have no more triads coming after me. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either, but hey ho! Who's up? We still gotta do Stretch and Agent Haynes. Das war echt fix von mir gemacht. Eine Granate erledigt das Ganze, war. Aber wir sollten uns jetzt doch lieber eine schusssichere Weste vielleicht holen auf dem Weg. Stretch ist der nächste. Nee, die, lol, du bist ja schon fast bei Stretch. Ah. Dann holen wir uns den mal. Unorthodox, die Granate hat so viel Schaden angerichtet im Rückraum, dass wir nicht mehr so viel selbst machen müssen. What the fuck, entkomme den Bolts. Hauptsache, warum hast du nur so eine Scheißwaffe? Homo-Kind, alter Falter. Kann ja wohl nicht angehen. Wieso hatte der denn nur so eine Scheißwaffe? Und damit haben wir es abgehängt. Also Stretch einfach platt gefahren. Alter, Hauptsache. Damit hat sich's erledigt. Your pal Stretch? He ain't a problem no more, Frank. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who ganked us, homie. Thanks. So who we got, man? Dafür ist die Karre jetzt aber auch kaputt. Oh, ihr hört im Hintergrund meine Playsee laden. I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! Grr, this is crap! Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. Oh, well, say something. Check, check, check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. Hi. It's Los Santos. Mix. And this is the result.
throw in a senior FIB agent. This is a land of dreams. But sometimes those dreams turn into nightmares. That's a cliche, man. That's a cliche. What? No, I know it's really good. Just do a cutaway. No, I'll pick it up. No, I'll pick it up. I got something good. Ready? Rolling. Tracked down killers, attacked incompetents, and taken down terror cells. Tonight! Requesting backup for 187 at Del Perro. Das war natürlich übel, der Schuss. Und direkt mal die Bullen abhängen. Go, go! Aber zwei Sterne dürften eigentlich nicht so das dicke Problem werden. Sollte eigentlich machbar sein. Sache habe ich beide zerschossen mit einem Scharfschützenschuss. War eigentlich gar nicht schlecht. So, mal ein bisschen Speed geben. Habe ich mir gedacht, dass da von da hinten schon einer kommt. Aber der Schuss, wir waren halt auf der falschen Seite. So war die ganze Zeit schwierig, den natürlich anzuvisieren. Ich liebe diese Müllkiste. Zieh dich. Jetzt kommen ein paar hier rein. Hey, Lester. So, passt. I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. Meriwether team was dispatched to protect him at his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Yeah, whatever. I'll go up there and get him. Oh ja, Devins Haus. Aber schusssichere Weste und so. Sind ein paar Millimeter davon entfernt. Da hole ich mir jetzt eine schusssichere Weste. Man weiß ja nie. Mit der Spezialfähigkeit kriege ich den auf jeden Fall gedisst. So, drei habe ich schon. Und nur noch die Nummer 4. Ja, total. Jesus, you're the apocalypse I worry about, friend. Bla bla, passt. Dankeschön. So in etwa. So schaut's aus. Let's drive this fucking shit home. Ach, das wird richtig, richtig nice. Stellt euch vor, dann ist das... Das ist ein... bisschen merkwürdiges Ende. Ich habe schon lange kein GTA mehr durchgezockt. Also GTA 4 zum Beispiel fand ich eigentlich ziemlich langweilig. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Nico Bellic. Ja. Es hat mich alles nicht gereizt. Aber die Sachen, die neu waren in GTA 4, fand ich eigentlich ganz gut. Dafür die Sachen, die aus San Andreas verbannt wurden, fand ich wiederum scheiße. Und hier wieder da ähnliches Prozedere gemacht. Wieder San Andreas hinzugefügt und wieder GTA 4 verkacken lassen. Also das mit dem Daten und so weiter fand ich eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Naja, muss jeder selbst wissen. Im Endeffekt zählt guter Metascore und an sich ist GTA auch ein gutes Spiel. Kommt ja auch für die Next-Gen-Konsolen raus. Für den PC müsste es eigentlich auch. Was war das? Ich habe irgendwas platt gefahren. Ich hab's nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall. So schaut's aus. Ja, das passt dann ganz gut, weil ich wollte Rise anfangen und dann ist GTA einen Tag später zu Ende. Das ist doch ideal. Passt für mich wie die Faust aufs Auge. Das wird richtig geil.
Und danach würde dann wahrscheinlich Assassin's Creed 4 kommen, vermute ich mal. Jetzt, wenn ihr das noch wollt, ne, schreibt das in die Kommentare natürlich, das Ganze. Ich könnte auch Dead Rising machen, wobei Dead Rising ist dann schon ein bisschen older. Mit Rise of... Ich erhoffe mir natürlich immer neue Abonnenten, das ist natürlich klar. Und meine alten, den alten will ich natürlich immer was bieten, beziehungsweise die, die mich schon abonniert haben. Devin hat sich mit Marietta Wachleuten umgeben, ja. Ja, komm. Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. Entführe Devin. Naja, die umzulegen wird jetzt schwieriger wie gedacht, wenn man mal ehrlich ist. Erstmal den. So wird's jetzt gehen. Lol, keine Munition mehr. What the fuck? Alter, du bist so ein Idiot. Gott sei Dank. Der gute Herr auch noch andere Waffen mit Charlie dabei. Attack is on! Defensive positions! How much is asshole paying you? I hope okay. It's worth that! Scheiße, dass er mich mitgekriegt hat. Soll er's versuchen. Okay, von hier aus kommt man natürlich nicht dahin. Ich bedanke mich natürlich für die Munition. Put down half your outfit back in town, loser. He got Menendez. Man sollte vielleicht sagen. Dass er fucking gut zielen kann. Devin, ach, der verschickt sich dahinter. Wait, wait, hear me out. No more talking. Nice Karre und so einsteigen und losfahren, sagst du? Oh, ich hab Scheiße geparkt. Düdüm, düdüm. Begib dich zum Treffpunkt. 6 Kilometer Fahrzeit. Ich habe Mr. Weston. Let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliff off the GOH, Chilliad Mountain State Wilderness. Oh ja. Auf geht's. Mit so einem richtig schönen alten Karren nochmal hier, nochmal die letzten 6 Kilometer abfahren. Die Karre hat aber so ein Handling, ey. Echt unglaublich. Die ist richtig fanat in die Kurve. Das würdest du wohl gerne wissen, wo du bist, wa? Das stimmt. Alter, dein Auto ist zwar hübsch und so, aber boah, ist das scheiße zu lenken. Außerdem kommt noch dazu, dass das ziemlich langsam ist. Ja, weich in mich rein. The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you, apart from the obvious hygiene issues. Michael caused me problems, so Michael had to go. You're
looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. This is a serious offer. Work for me, you'll have everything you've ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, yes! That's the kind of creativity I need on my team. Come on, come on, let me out of here! Look, I got my own company, Trevor Phillips Industries. Oh, yeah, a fellow entrepreneur. Let me buy a stake and give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. I'm gonna get you! Ja, wenn du tot bist, kannst du mich als Racheengel verfolgen. Biatch. Naja. I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. Ja, stimmt, das hat er echt nicht gesagt. Zunge rausschneiden ist noch drin. Aber die Lichter funktionieren gar nicht mehr. Lohnt sich nicht mehr anzuschalten. Versuch's. Genau, das dachte ich mir auch gerade. Funktioniert nicht. Ich habe gerade gedacht, dass er es jetzt doch oft bekommt. Aber solche Autos waren schon in Mafia 2 und in Mafia schon ziemlich beliebt. Ich glaube, Mafia war falsch. This is why people want to kill you. You won't shut up. Ja. Und deine Art Geschäfte zu machen ist für einen Arsch. Hans ist ja auch schon tot. Der und sein Kameramann haben direkt One-Shot-Kugel bekommen hier von Trevor. Das hat er richtig nice gemacht. This is why the people I put in my trunk are usually dead. Ja. Das stimmt. Außerdem ist es eh schon egal, weil wenn du tot bist, dann ist es egal, was du in der Army gehört. Interessiert dann kein Schwein mehr. With a few minutes for some one-on-one time. Hey, we good, T? Never better, amigo. Good. Franklin? I'll be here. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound! Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism of the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two. Offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No. Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Oh ja, jetzt schieben wir ihn. Bye, Frank. Ja. Devin. Und tschüss. Hm.
So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As, flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Boxernos. Tja, das war's damit. GTA 5. Ganze 68 Folgen. Ich bedanke mich bei euch natürlich. Ich will natürlich nicht mein Fazit verwehren. Und da hole ich jetzt auch raus, was ich rauszuhauen habe. Ist natürlich eine lange Folge heute. Am Samstag. Und ich muss sagen, die Metakritik ist berechtigt, die Grafik ist okay, klar, ab und zu im Hintergrund ploppen ein paar Sachen auf, bisschen Kantenflimmern, aber ihr müsst überlegen, Casual Gen, also die jetzige Generation, und dafür war es echt geil, die Grafik war akzeptabel und es war eigentlich alles super mit dem Spiel. Und an der Stelle, ja, ich fand es echt super, die Grafik war gut, die Story war vor allen Dingen mal packen. Ich fand die Geschichte zwischen Franklin am Anfang mit Lamar, mit diesem Gangster-Hip, mit dem Gangster-Hippo-Scheiß da, fand ich geil. Dann als Michael dazu gestoßen ist mit seiner Family, leider fehlt mir noch ein bisschen was, wenn ich ehrlich bin. Da hätte ich noch ein bisschen was mit der Familie gemacht, so, aber an sich hat sich das ja auch geklärt gehabt. Trevor. Und dann bleiben die drei jetzt Freunde und das finde ich eigentlich echt geil. Also storytechnisch Hut ab. GTA, also Rockstar, was du da gemacht hast, hammerfette Scheiße. Respekt an dieser Stelle. Und das fand ich schon echt geil. Also storytechnisch echt genial. Hut ab. Unter anderem. Aber nicht nur storytechnisch. Alles in allem war das Spiel echt grandios. Wir haben ja nicht mal komplette alle, also alle Nebenbeschäftigungen. Wir haben schon jede Nebenbeschäftigung einmal gemacht, aber halt nicht alles von allem. Ich fand, es gab zu wenige von diesen riesigen, geilen, geplanten Aufträgen und wenig Geld. Wir haben nicht ganz so viel Geld bekommen, wie ich gedacht habe. Und sonst war das Spiel echt grandios. Und ich glaube, wir sind bei 82% müssten wir jetzt in etwa sein. Ich denke auch, dass das so ist. Der Rest ist halt die ganzen restlichen Nebenaufträge, die ich noch habe und die Rennen und so weiter. Und natürlich die Karte, ne? Versteht sich von selber. Und ansonsten fand ich das eigentlich richtig grandios hier. Ja, war schon fett. Leider habe ich es versäumen lassen, diesen fetten Berg, den man noch so gut kannte aus GTA San Andreas. Da ganz oben waren wir gar nicht. Doch, da waren wir drauf, Da sind wir im Fallschirmspringen gewesen. Ich erinnere mich. Das war schon geil. Also Story, Grafik absolut okay für die Generation. Ihr könnt hier, guckt euch die Weitsicht an, eigentlich. Und dafür lief es super flüssig und da kann man sagen, das ist für diese Generation von Konsole einfach optimal. Dafür lief es echt gut. Und es hat saumäßig viel Spaß gemacht, war einer der besten GTA-Teile nach GTA 3 und San Andreas, endlich mal wieder so ein richtig fettes GTA. Und ich fand das schon echt genial. Und an dieser Stelle werde ich mich auch schon von euch verabschieden. Ihr wisst, Rise, Son of Rome läuft gerade. Das ist jetzt mein Hauptprojekt. Und schaltet da rein. Ich werde mich an dieser Stelle verabschieden, die Mucke wird lauter machen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war mir eine Ehre, für euch GTA 5 zu Let's Playen. Hier war euer Nefkara. Bis demnächst. Haut rein.